wissen möchtest, wie du dieses wunderschöne, süße Babykleidchen für die Osterzeit für Babys von 3 bis 6 Monaten häkeln kannst, dann bleib jetzt dran. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben in Reihen gehäkelt, in 7 Zunahmereihen. Danach haben wir ganz normal in halben Stäbchen gehäkelt. Wenn du wissen möchtest, wie dann dieses wunderbare Muster herauskommt, schau einfach auch dort in meiner Playlist nach. Da findest du auch das spezielle Tutorial dazu. Alles, was du dazu brauchst, siehst du hier. Wir haben mal wieder eine wunderschöne Wolle. Das ist eine richtig schöne Frühlingsfarbe. Das ist so ein Lachsfarben. Und wir haben eine Häkelnadel in der Stärke 5 mm. Wir werden hinterher unser Kleidchen ausmessen. Wir beginnen mit einem ganz normalen Fadenknoten und 53 Luftmaschen. Dazu nehmen wir ganz einfach den Faden, legen ihn einmal um unsere 2 Finger herum, ziehen den Faden durch die Schlinge, die wir auf unseren Fingern hatten, und haben so unseren Fadenknoten. Und wir häkeln 53 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 51, 52 und 53. Wir haben 53 Luftmaschen gehäkelt. Und wir beginnen nun mit der 2. Masche von der Häkelnadel ausgesehen. Hier ist unsere Häkelnadel, unsere 1. Masche. Die 2. Masche von der Häkelnadel ist nicht diese hier, sondern ist die darauf folgende Masche. Und zwar gehen wir hier hinein, holen uns den Faden und häkeln eine feste Masche. Das machen wir jetzt für die ganze Reihe. In die Luftmasche hineinstechen, Faden holen, 2 Schlingen auf der Nadel, Faden holen und durch die 2 Schlingen auf der Nadel ziehen. Das ist ein anfängerfreundliches Projekt. Wir werden ungefähr 100 bis 150 Gramm Wolle brauchen. Es kommt halt auf die Größe deines Kleides bzw. die Länge deines Kleides und natürlich auch auf die Größe deines Babys an. Wenn es ein zartes Baby ist, dann kommst du hier mit diesen Maßen genau hin. Was bedeutet zartes Baby? Das bedeutet Babys, die unter 3000 Gramm wiegen. Da kommst du locker mit diesen Angaben, die du hier in dem Video findest, zurecht. Wir werden gleich in Zunahmerunden bzw. Zunahmereihen häkeln.
Am Ende der Runde angekommen, beziehungsweise der Reihe angekommen, haben wir 52 Maschen behäkelt. Wir häkeln dieses Kleid in halben Stäbchen. Wenn du noch nicht genau weißt oder es dir in Ruhe anschauen möchtest, wie denn halbe Stäbchen gehäkelt werden, findest du auch dazu ein Video-Tutorial in meiner Playlist, die auch für Anfänger sehr geeignet ist, in der du viele, viele Muster und Häkelideen findest für Anfänger und aber auch für Fortgeschrittene. So soll es ja nicht sein. Am Ende unserer Reihe angekommen, haben wir 52 Luftmaschen behäkelt. Wir häkeln nun zwei Luftmaschen auf, wenden unsere Arbeit. Wir häkeln zwei Luftmaschen auf, wenden unsere Arbeit und häkeln in die darauf folgende Masche ein halbes Stäbchen ein. Dafür den Faden um die Häkelnadel schlingen. In die Masche hineinstechen, Faden holen, wir haben drei Schlingen auf der Nadel, Faden holen und durch alle drei Schlingen auf der Nadel ziehen. Wir holen den Faden, gehen in die nächste Masche und häkeln dort unsere erste Zunahme mit zwei halben Stäbchen ein, Faden holen, in die Masche einstechen, drei Schlingen auf der Nadel, Faden holen und durch alle drei Schlingen auf der Nadel ziehen. So haben wir jetzt ein halbes Stäbchen und zwei halbe Stäbchen gehäkelt. Wir zählen die Wendeluftmaschen nicht mit. Faden holen, in die Masche einstechen, ein halbes Stäbchen häkeln. Faden holen, in die darauf folgende Masche zwei halbe Stäbchen häkeln. Wie gesagt, das machen wir jetzt im Wechsel, bis wir das Ende unserer Reihe erreicht haben. Ein halbes Stäbchen, zwei halbe Stäbchen häkeln.
Wir wenden unsere Arbeit, häkeln zwei Luftmaschen auf und häkeln in die darauf folgende Masche ein halbes Stäbchen ein und häkeln in die nächste Masche ein halbes Stäbchen ein und behäkeln nun jede dritte Masche mit zwei halben Stäbchen. Wie gesagt, unsere Wendemasche zählen wir nicht mit in diesem Projekt. Und eins mit einem halben Stäbchen, zwei mit einem halben Stäbchen und die dritte Masche mit zwei halben Stäbchen behäkeln. Das, wie gesagt, auch bis zum Ende der Reihe. Am Ende der Runde angekommen, häkeln wir auch hier wieder zwei Luftmaschen auf, wenden die Arbeit und behäkeln nun jede vierte Masche mit zwei halben Stäbchen und jede weitere mit einem halben Stäbchen. In die erste Masche einstechen, ein halbes Stäbchen, darauf folgende
mit einem halben Stäbchen behäkeln und die dritte auch mit einem halben Stäbchen behäkeln und in die vierte Masche häkeln wir zwei halbe Stäbchen ein und zwei, eins, zwei, drei und jede vierte mit zwei halben Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, genau. Eins, zwei, drei und jede vierte Masche mit zwei halben Stäbchen behäkeln. Am Ende dieser Reihe angekommen, häkeln wir zwei Luftmaschen auf und wenden unsere Arbeit und häkeln nun jede fünfte Masche mit zwei halben Stäbchen und jede weitere mit einem halben Stäbchen.
Am Ende unserer fünften Reihe angekommen, häkeln wir zwei Luftmaschen auf, wenden die Arbeit und behäkeln nun jede sechste Masche mit zwei halben Stäbchen und jede weitere mit einem halben Stäbchen, auch hier wieder bis zum Ende der Reihe. Am Ende der Runde angekommen, häkeln wir zwei Luftmaschen auf, wenden unsere Arbeit und wir behäkeln nun jede siebte Masche mit zwei halben Stäbchen und jede weitere mit einem halben Stäbchen und sind so an unserer letzten Zunahmereihe angekommen. Nachdem wir nun unsere sieben Zunahmereihen gehäkelt haben, werden wir nun vier Reihen in halben Stäbchen häkeln und dann unseren Kragen bzw. unser Oberteil des Kleidchens auch schon schließen. Ich brauche mal ein anderes Stativ. Wenn ihr mich unterstützen wollt finanziell, könnt ihr das gerne tun. Ihr findet meinen PayPal-Link auch unten in der Information. Wir häkeln nun nicht zwei Luftmaschen auf, sondern wir gehen einfach in das andere Ende unserer Reihe und bilden so einen Kreis, um das Oberteil des Kleides zu schließen. Wir haben jetzt unser Oberteil des Kleidchens geschlossen. So sieht das aus. Wir haben es soweit mittig hingelegt, so dass wir dann später auch hier im Rückenteil unser Rückenteil, diese Öffnung auch hinten in der Mitte des Rückens haben, um so dann hier mit einem kleinen Bändchen schließen zu können oder mit einem kleinen Knöpfchen oder mehreren Knöpfen. Das ist dir dann selbst überlassen. Wir haben hier mit einer Kettmasche geschlossen, häkeln zwei Luftmaschen auf
wenden unsere Arbeit, damit wir jetzt weiter häkeln können, denn wir wollen mit den Ärmelausschnitten beginnen und häkeln die ersten 33 Maschen in halben Stäbchen. Achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 und 33. Wenn du magst, kannst du dir jetzt hier ein Markierungshäkchen oder Markierungsfädchen einlegen. Es geht aber auch ohne. Das legst du dir einfach hier hinein. So. Ich nehme natürlich nicht die Markierungshäkchen aus Plastik, da Plastik ja unnötig ist. Außer Plastikstrohhalme, die braucht man. Die sind nötig. So, wir überspringen nun die nächsten 28 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 und 28 und gehen in die 28. Masche hinein, holen uns da zuerst den Faden, gehen in die 28., holen den Faden und häkeln ein ganzes Stäbchen hinein und haben so unseren ersten Ärmelausschnitt fertig. So sieht das Ganze dann aus. Wir häkeln nun 72 Maschen in halben Stäbchen und kommen nun Richtung Vorderteil des Kleides, um unseren nächsten Ärmel bearbeiten zu können.
Und wir haben jetzt die 72 Maschen fürs Vorderteil behäkelt. Kommen zu unserem Markierungsfädchen, überspringen die 28 Maschen bis zum nächsten Markierungshäkchen und gehen dort direkt mit einem ganzen Stäbchen hinein. Dazu den Faden holen, in die Masche einstechen, Faden holen, durch die ersten beiden Maschen ziehen und durch die zweiten beiden Maschen ziehen. Und so haben wir unser zweites Ärmel oder unseren zweiten Ärmelausschnitt gehäkelt. So sieht das Ganze aus. Und wir behäkeln jetzt noch unsere restlichen 36 Maschen für das Rückenteil in halben Stäbchen. Die Markierungsfädchen oder Markierungshäkchen entfernen wir natürlich gleich. Am Ende dieser Runde angekommen, schließen wir auch hier mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche unserer Runde, in der wir die Ärmelausschnitte gehäkelt haben. Wir häkeln zwei Luftmaschen auf und häkeln insgesamt 20 Runden in halben Stäbchen. Danach sehen wir uns wieder. Wir beenden unsere Runden jeweils mit einer Kettmasche und beginnen unsere Runden jeweils mit zwei Luftmaschen. Wir sind jetzt am Ende unserer 20. Reihe angekommen und trennen jetzt den Faden ab. Ich habe jetzt hier 20 Reihen in halben Stäbchen gehäkelt, habe die Reihen jeweils oder Runden jeweils mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde beendet. Wir verhäkeln oder vernähen unseren Endfaden. Die ersten zwei, drei Reihen hatte ich jedes Mal mit der Kettmasche beendet und habe dann zwei Luftmaschen aufgearbeitet. Das kann ich euch aber jetzt nicht mehr empfehlen, weil ihr seht, dann sieht das so ein bisschen dicker, hubbeliger aus. Ich habe dann die nächsten Reihen jeweils mit einer festen Masche begonnen, um dann in das nächste Stäbchen mit einem halben Stäbchen hineinzugehen. So, wir vernähen das jetzt oder verhäkeln das jetzt. Wie ihr seht, habe ich hier auch einen Farbwechsel aus dem Grunde, da meine Wolle zu Ende war oder mein Garn dann zu Ende gehäkelt war und ich keine Wolle mehr in dieser Farbe hatte, aber in derselben Qualität und habe dann die Wolle einfach hier angehäkelt, den Farbwechsel vollzogen. Wenn ihr wissen möchtet, wie man einen Farbwechsel häkelt, könnt ihr das gerne auch in meiner Playlist nachschlagen oder nachschauen. So, das verhäkeln wir mal noch nach innen. So. So sieht unser Babykleidchen jetzt aus. Ich zeige euch das mal, damit ihr das sehen könnt. Wir werden jetzt noch die Umrandung für die Ärmel und für den Kragen häkeln. Hier seht ihr dann den Farbwechsel. Ich habe insgesamt 150 Gramm an Wolle verbraucht. Das ist eine Baumwollmischung mit Acryl oder Polyester.
So, mein Babykleidchen ist jetzt soweit fertig. Ich werde jetzt hier noch die Umrandung an den Ärmelausschnitten häkeln und noch eine kleine Umrandung hier am Kragen. Das Rückenteil werde ich mit einem Bändchen schließen. Das Bändchen werde ich häkeln. Dazu gebe ich euch aber ein separates Videotutorial. Und ich werde noch Verzierungen aus selbstgehäkelten Schleifen hier auf dieses Kleidchen applizieren. Auch dazu findet ihr dann ein separates Tutorial. Die genauen Maße gebe ich euch mal jetzt. Die Länge des Babykleidchen ist jetzt eine Insgesamtlänge von 21 cm. Vom Kragen aus gemessen, die Ärmelweite sind 12 cm und die Kragenweite ist 13 cm. Ich zeige euch jetzt, wie ich die Umrandung an den Ärmeln mache oder häkel. Und zwar gehe ich hier in die Mitte, in unseren Ärmelausschnitt hinein, in diese Masche, hole den Faden durch. So. Ziehen den Faden fest, häkeln eine Luftmasche auf und haben so unsere erste Masche hier. Halten unseren Endfaden fest, damit die Masche sich hier nicht löst. Und ziehen jetzt Masche für Masche unseren End- oder unseren Anfangsfaden mit. Gehen in jede Masche hinein, holen den Faden und häkeln eine feste Masche. Dabei den Anfangsfaden mit einhäkeln. So bleibt auch die Anfangsmasche fest und der Faden braucht auch nicht mehr verhäkelt werden. Genauso umranden wir auch unseren Kragen des Babykleidchens. Am Ende angekommen in die Anfangsmasche der Runde hinein mit einer Kettmasche die Arbeit schließen. Den Faden verhäkeln oder vernähen wir dann später. Und ich zeige euch jetzt noch schnell, wie ich den Kragen umrande. Ich fange beim Umranden des Kragens gerne hinten an. Einfach wieder den Faden in die Masche hinein. Bringen und so bis zum anderen Ende oder bis zur gegenüberliegenden Seite euren Kragen häkeln. Auch hier wieder unseren Anfangsfaden festhalten, damit wir ihn nicht verlieren. Gleich später mit einhäkeln. Eine Masche, noch eine Masche aufhäkeln, in die nächste Masche hinein und in festen Maschen häkeln, bis wir auf die gegenüberliegende Seite oder bis wir an das Kragenende angekommen sind.
kannst jetzt auch hier gerne noch weiter häkeln, wenn du möchtest. Vielleicht mache ich das jetzt auch. Was haltet ihr davon? Sieht eigentlich nicht schlecht aus, wenn man hier auch noch mal hineinhäkelt. Dann hat man so eine Paspellierung praktisch. Masche für Masche einfach hier umranden mit festen Maschen. Am Ende angekommen, schließen wir unsere Arbeit auch hier mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Schließen die Arbeit. Ups. Verhäkeln oder vernähen unsere Endfäden. Unser Babykleidchen ist jetzt fertig. Wie du siehst, habe ich noch ein paar Applikationen dran gehäkelt. Wenn du wissen möchtest, wie du so Applikationen, kleine Schleifchen herstellen kannst, schau einfach mal in meiner Playlist nach. Dort findest du auch ein Tutorial zu diesen Schleifen, aber auch zu anderen Schleifchen. Ich habe das Kleid hinten mit einem Band, also mit zwei Bändern, die ich an diesen beiden Enden hier angebracht habe, zusammengebunden. Ja, und so sieht das Ganze aus. Wir haben ja dann paspelliert mit dieser gelben Farbe. Ich habe insgesamt 150 Gramm an Wolle gebraucht. Es kommt auch immer darauf an, wie lang du dieses Kleidchen haben möchtest. Und ja, mir gefällt dieses Kleidchen. Ich finde es wunderschön zum Frühling. Das ist ein Kleidchen für Babys von 3 bis 6 Monaten. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und nicht vergessen, die Klingel oder die Glocke zu aktivieren, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.